das ist die Zähne. Bogenschützen hier. Jetzt bis 27, 28 bis 34. So, irgendwo hier. So, dann hat sicher der Ego-Trainer noch eine Quest. Und der da oben. Nein, hat noch keine Quest, okay. Auch der da oben hat eine Quest. Der hat einen guten Bogen. Ich glaube, es ist sogar der gleiche. Aber macht nichts. So, ich bin wieder da. Endgame. Und es kann direkt weitergehen. Und der trifft daneben. Oi. So, 6. Wir müssen einen besseren Bogen kaufen. Nein, mir fehlt noch einen. Und plötzlich ist wieder noch. So, komm. Das Kissen. Schön weiches Kissen jetzt hingetan, auf dem Stuhl getan und jetzt. Ah. Jetzt hakt es ein bisschen. Macht ungerade und so.
So. Der Wächter. Hallo Staat. Ja, willkommen in Mondzucken. Zum 2000. Mal. So, die zwei Kästchen noch abgeben. Jetzt gehen wir zum Trainer und suchen den Bogenverkäufer an. Zu Fuß gehen. Ja. Leider. Der Bogenverkäufer. War der nicht irgendwo in einem Haus? Ich glaube hier. Ist noch nichts gesagt. Da wir jetzt jeden der Falle das droppen so langsam. Geht manchmal einige Zeit. Ja, jetzt eine Frage an euch. Wie findet ihr das Let's Play bis jetzt? Findet ihr es gut, langweilig oder geht so? Und das könnte ich verbessern? Was könnte ich machen, damit es ein bisschen spannender wird? Oder ein bisschen lustiger? Ja, dafür habe ich zu wenig Witze oder so. Aber irgendwie, ja, ihr dürft entscheiden, was ihr sehen wollt. Da dürft ihr auch entscheiden, wie es ist. Wie es kommentiert werden soll, wie es gespielt werden soll. Da bin ich sehr frei und nehme die und, die Ratschläge und so auch an. Ja, jetzt ist gerade mal tote Hose. Weil ich schneller kille, als die wieder aufstehen können. Haben wir uns schnell stark gemacht mit dem Bogen und mit der Rüstung. Finde ich jetzt gut. Nachher kann ich dann besser farmen bei den jungen Lysian. Und ja. Danach sehen wir uns dann wieder. Und zuerst mache ich die Quest da fertig.
gab es schon. So. Toll. Haben wir das auch geschafft. Wir müssen, glaube ich, nochmals die Leibeigenen Diebe farmen später. Aber das macht nichts. Solange es nur die Trolle so dick sind. Puh. So, also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und ja, ich hoffe, es wird bald soweit sein, dass wir in die Kriegszone gehen. Aber das wird eh nicht so der Fall sein. Aber ich werde mich bemühen, so schnell wie möglich das zu machen, damit wir mehr Spaß haben. Und ja, vielleicht macht ihr auch mal mit. Das Game ist kostenlos, schnell runtergeladen. Und ja, wenn ihr Unterstützung braucht, kann ich euch gerne helfen. Also bis dann, tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin gerade mit dem Barbaren Items suchen. Was seht ihr, mal ein paar Items, die ich gefunden habe. Ich werde diese... Ja, ich fahre mit dieser junge Lucian, weil die noch recht oft Items droppen. Sind zwar jetzt schon sehr einfach, aber bis dann habe ich sowieso ein paar Items gefunden, weil man bekommt sehr wenig Erfahrung von denen jetzt noch über. Und bis die keine Herausforderungen mehr hätten, vergeht noch einige Zeit. Jetzt habt ihr ein bisschen mehr Action. Ja, wenn es auch ein bisschen eintöniger Action ist, können wir nur gewinnen die ganze Zeit. Aber auch mal farmen ist anders. Ich möchte so viel wie möglich aufnehmen, euch zeigen, was ich so unternehme. Und ja, daher gehört auch Farmen dazu. Können wir uns gemeinsam auf die Drops freuen. Aber bis auf den weißen Handschuh